putrefy, rot, spoil and fester. Moin Leute, mein Name ist Koi und in diesem Video möchte ich euch an meinen allerersten Uber-Elder-Kill teilhaben lassen. Es ist mein Ice Nova Assassine. Den Link zum Guide findet ihr in der Videobeschreibung und ich bin momentan Level 94 damit. Ich habe mir natürlich sämtliche Guides zu den Uber-Elder-Fights angeguckt, aber man lernt das erst richtig, wenn man es auch mal selber macht. Das ist jetzt, glaube ich, der 5. Versuch im Generellen und der 2. Versuch mit diesem Charakter, wo ich es dann tatsächlich auch geschafft habe. Generell immer einfach im Kreis drehen ist am besten und Hauptsache ausweichen. Ausweichen ist ganz wichtig, wie man hier sieht, nicht irgendwie stehen bleiben. Das Problem ist eben, dass sämtlicher Schaden, der kommt wie einfach Stunt. Ja, und dann bin ich halt gestunt, dann kommt der nächste Hit und dann bin ich tot. Teilweise One-Hitten diese Kugeln oder auch die Eisbüre mich teilweise auch. Da kannst du halt einfach nichts machen, da brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Leben, aber man kriegt das irgendwie dann trotzdem hin. Ich glaube, wenn man da ein bisschen Übung hat, ist das Ausweichen noch einfacher. Aber ihr seht schon, wie viel Schaden das macht. Dann die Eissperre vom Elder, die freezen einen auch. Dafür hat man natürlich eine Anti-Freeze-Flask, aber die hält halt auch nur 2-3 Mal und dann ist vorbei. Wieder aufladen kann sie sich erst, wenn die Minions kommen und die kommen jetzt nicht so oft. Den Beam vom Shaper, der ist natürlich gefährlich, wenn man drin steht, aber sonst eigentlich nicht, weil dadurch ist der Shaper ja erstmal ein paar Sekunden beschäftigt. Dann kann man sich um was anderes kümmern, ausweichen, Schaden beim Elder machen, wie auch immer. Ich habe generell auch meine Ausrüstung nicht extra angepasst, bis auf die eine Flask. Ich habe meine Lebensflask getauscht, weil ich hier keine gegen Bluten brauche. Und die einzigartige, die ich jetzt habe, uns noch mehr Leben generiert. Und ihr seht, es wird ganz schön unübersichtlich alles. Überall fliegt irgendwas. Teilweise weiß ich nicht, was mich da jetzt eigentlich gehittet hat. Das muss ich mir dann im Replay immer angucken. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine Übungssache. Ich bin insgesamt, glaube ich, bis zum vorletzten Tor bin ich gestorben, also ich glaube 4 Mal. Ist natürlich nicht schön, aber dafür, dass es mein allererster Uber-Elder-Kill ist, denke ich, kann man sich das mal verzeihen. Mein Schaden dachte ich, dass der eigentlich noch zu schwach ist, aber nein, der Schaden ist eigentlich völlig ausreichend. Nur mein Leben, da mangelt es halt ein bisschen. Ich würde gerne ein bisschen mehr Energieschild haben, aber naja, ist halt nicht. Die Dinger immer töten am besten, weil die lassen so einen komischen Klebstoff auf den Boden fallen, der dann einen viel Schaden macht, wenn man drüber steht. Und jetzt kommt wieder dieser Eisnova-Bereich, wo ich nicht weiß, wann kommt die Eisnova. Jetzt bin ich so lange hier drinnen gefangen. Dann kommen aber die ganzen Kugeln geflogen. Ich bin nur noch am Ausweichen. Ich weiß nicht, wo der Shaper ist. Das ist alles nicht ideal hier. Denn hier in der Ecke, ich sehe halt nichts mehr, was sonst so abläuft. Bis auf jetzt. Jetzt seht ihr dann wieder. Einfach mal gucken. Und da kommt ständig diese Eissperre geflogen. Aber sind beide sowieso gerade immun. Also muss ich mich um die Minions kümmern, aber da habe ich natürlich mit diesen Bällen scheiße gemanagt, einfach weil jetzt überall diese Vortex-Kreise liegen und ich drüber laufen muss und dadurch nochmal extra Schaden bekomme. Aber wie ihr seht, jetzt bin ich schon lange nicht mehr gestorben. Ja, immer schön durchlaufen. Da aufpassen, die Attacke kann auch einen One-Hitten, aber die ist relativ leicht auszuweichen. Was mir auch immer öfter passiert, ist, dass ich einfach in die Kugeln mit meinem Leap-Slam reinspringe. Das sollte ich vielleicht auch nicht machen. Scheint mir nicht gesund zu sein. Ihr seht, wie viele kleine Kugeln hier noch rumfliegen, die muss ich auch noch ausweichen. Dann bin ich verlangsamt ständig durch diese Attacke, wo ich eigentlich dachte, ich hätte der ausgewichen. Vielleicht trifft die auch immer, das weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, dass man eigentlich alles ausweichen kann, aber manchmal werde ich trotzdem verlangsamt. Da hilft natürlich auch bestimmte Ausrüstung, aber ich mag das halt nicht extra für Bossfights, meine Ausrüstung zu wechseln. Gut, hier bin ich nochmal gestorben, weil ich verlangsamt war und gestunt und überhaupt alles. Jetzt mache ich mir langsam schon wieder Sorgen, weil langsam werden die Tore knapp. So, jetzt einfach mal nochmal entspannt gucken. Was ist hier eigentlich los? Jetzt kommen diese Nova-Wizzer, jetzt sind die beide auf einem Fleck. Jetzt bin ich wieder tot. Weil einfach zu viel los ist. Ich habe den Überblick verloren. Ich habe mich dann auf irgendwas fokussiert, auf was ich mich nicht hätte fokussieren sollen. Und schon sterbe ich wieder. Direkt erstmal warten, was hier eigentlich abgeht. Jetzt kommt der Beam. Wir haben ja noch so ein paar Sekunden Immunität, wenn wir eine Instanz betreten. Die kann man auch mal ausnutzen, um sich einen Überblick zu verschaffen, wo hier gerade was ist. Minions mag ich. Da kann ich meine Flasche auffüllen und auch gleichzeitig benutzen. Was es natürlich Defensive und Schaden gibt. Hier wieder auf die Kugeln achten. Hier, ihr seht, die Vortex-Kreise befinden sich momentan überall. Also das Management habe ich noch nie so ganz geschafft. Aber jetzt hier auf Shaper. Der soll die Face down gehen. Ich bin schon mal so dermaßen verlangsamt. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich kann gerade beide Schaden machen. Das bedeutet, wir sind in der Endphase. Und Shaper ist down.
dachte ich mir, oh, jetzt habe ich es fast. Jetzt darf ich nicht sterben, jetzt darf ich nicht sterben, jetzt darf ich nicht sterben. Und Elder. Er macht irgendwas. Oh, fuck. Da hatte ich Glück. Und jetzt ist pass. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ah, jetzt. Oh. Das war schön. Euphorie pur. 24 Challenges auch hier gehabt. Super. Und was kriege ich für Loot? Ja, natürlich nur Bullshit. Wie immer. Aber gut, das war mein allererster Uber-Elder-Kill. Ich hoffe, dass noch viele weitere Folgen werden. Habt ihr Bock, generell noch mehr Bossfight zu sehen? Ich kann ja auch mal so einen Shaper-Bossfight einfach mal hochladen. Den kriege ich locker down. Wenn ihr das wünscht, schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da, schaut mal auf Twitch vorbei. Und ansonsten noch viel Spaß in meinen anderen Videos. Ciao, ciao.